Geh die Treppe rauf. Oder? Mal gelagert. Gelagert. Ich mach. Ja, hier kann ich auch nicht so wirklich eine Treppe rauf machen. Also. Ja, hier, komm. Komm umdrehen. Komm in die Richtung. Nein. Ja, ja, genau, so rum. Dann gehe ich aber nochmal dahin. Du mal dich nochmal lagern. Und euch zwei lagere ich nochmal. Und da mache ich jetzt halt auch nochmal. Unser Budget ist halt echt gleich voll. Aber Verteidigung brauchen wir halt dann auch noch. Jetzt Dach. Also hier kann ja dann noch Dach hin. Hier kann auch Dach hin. Ich schaue gerade, ob bei Dächern das Budget wächst. Wäre schon so logisch. Jetzt brauche ich einen Boden. Aber auch so. 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 Gut. Ich mach da noch. Dass es hier rauf geht. Also hier will ich freilassen. Budget ist halt echt schon voll. So. Boden. Platziere ich unten. Baue ein Gebäude. Müsste ich das nicht schon haben? Warum geht da? Warum geht da nichts? Bin ich immer verrutscht? Hä? Hier. Hier. Ui, das Budget ist echt gleich voll. Und hier. Mein Budget ist gleich voll. Scheiße. Wände? Hier sollte der Schlafplatz her. Kurz. F-Schloss. Ja, okay. Lagern. Oh Gott, mein Budget ist gleich voll. Ich schaue gerade, ob ich das überhaupt noch hinkriege. Okay, das kriege ich noch hin. Jetzt haben wir hier natürlich keine... Ach so, ich muss ja noch ein Dach drüber bauen. Das müsste ich eigentlich aber gelagert haben. Und bei gelagerten Sachen geht das nicht weiter. Da muss ich mein Lager ein bisschen ausräumen. Oder das hier echt kleiner machen. Das Budget der Werkstatt ist überschritten worden. Oh, genau, das war das. Weil ich muss ja noch Strom und alles bauen. Warte mal, dann mache ich hier das kleiner. Da kommen hier Dächer hin. Die ich gerade alle zerlegt habe. Dächer.
Nee, das ist Boden. Das ist ein Dach. Das mickrige Schlafzimmer. Ist ja doof. Kann ich es gleich unten hinbauen? Ja, gut, dann kann ich es gleich unten hinbauen. Das ist voll, voll cool überlegt gehabt, jetzt. Kann ich das hier unten mit hinbauen? Schade. Schade, dass es nicht geht. Brauche ich auch keine Wände mehr? Dann brauche ich auch das nicht mehr. Und die Treppe nicht mehr. Weil ich gerade überlege. Warte mal. Wenn ich das hier woanders dahin krieg. Könnt mit. Wenn wir mal. Warte mal. Ich überlege gerade, ich will nicht schon so ein Schlafzimmer haben, wo dann auch die Kiste drin ist. Warte mal. Lagern. 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 Wenn ich das Eck hier wegreiß. Was blöd ist, weil wir da draußen ja den Zaun an das Eck ran gemacht haben. Irgendwie schießt er die ganze Zeit. Dann könnte ich rein theoretisch nämlich hier so richtig schön eine Abteilung, einen Abteil machen. Müssen wir halt das hier nochmal umändern. So, weil dann machen wir das nämlich so. Pass auf, dann mache ich hier aber auch so ein. Dann mache ich hier eine normale Fenster, normale Wand hin. Hier eine normale Wand. Holzfundament brauche ich jetzt nicht mehr. Das Dach. Kann ich da oben hinsetzen. Dann wäre vielleicht hier sogar ein Fundament noch geschickter. Ach nee, geht ja nicht, weil das Camp da ist. Dann setze ich dich mal. Bisschen weiter. Setze ich einfach hier mit her. Ich Mais. Kann ich nicht bearbeiten. Aber lagern. Pack ich dich so hin. Na her, dann bist du hier. Dann gehen wir mal kurz auf den Mais. Der ja nicht mehr da ist. Kann ich den Mais hier wieder herpacken? Mais hier wieder herpacken. Dann ist der Generator da. Gut, das ist, macht nichts aus. Schauen wir mal, was wir gerade gelagert haben. Nochmal. Oh. Wir haben davon nichts mehr gerade. Okay, dann brauche ich aber eine Wand. Wände. Würde ich aber gerne umdrehen. Und hier eine Tür. Wobei es egal ist. Hier dann eine normale Wand. Ja gut, dann kann ich hier ja das bauen. Dann gehen wir auf gelagert. Und schauen, dass wir mal hier die Laborstation. Das war die hier. Die gefällt mir nicht besser. Wenn wir die nicht so schön, richtig schön ins Eck hier rein tun. Dann nehmen wir Waffenstation. So.
wie möglich rankommen. Drüben. Dann haben wir noch die zwei Stationen. Weil dann machen wir das eher so. Warte mal. Zack. Ah, du gefällst mir nicht. Kann ich so ein bisschen drehen. Zack. Dich kann ich auch noch ein bisschen drehen. Richtig schön ein bisschen reinsetzen mit. Dann haben wir noch Bastelwerkstatt. Würde ich dann so. Dahin packen. Den Herd. Also den Kocheck. Das machen wir trotzdem. Der ist hier, finde ich, schöner als den kleinen Topf, ne? Dann brauchen wir noch Dächer. Dächer. So, Dächer haben wir. Zurück zu gelagert. Packe ich hier jetzt das Bett her. Aber Frage, wie können die anderen dann so viel aufbauen? Echt, weil sie... ich fang's stottern an. Weil sie echt vielleicht im Team sind? Dass die mehr Budget kriegen? Könnte schon sein, ha? Fühle ich mich aber gemobbt. So, dann machen wir jetzt mal den Strom außen an die Wände ran. Da brauche ich dafür. So, warte. Dann müssen wir hier Strom hinsetzen. Ups. Ja, nicht schon wieder die scheiß Viecher. Mal über so ein Eck ran. Noch ein Turm. Der kommt daher. So. Sollte passen. Strom. So, zack. Stromkabelchen. So. Hier drüben. Auch so ums Eck rum, wenn es geht. Bitte. Bitte. Komm. Komm. Da ist er. So kann ich dich nicht platzieren. Du bist doch grün. So. Zack. Zack. Dann brauche ich noch einmal Strom da. Oh, dann kann ich jetzt hier auch entspannt bauen. Ohne dass ich gleich von solchen Viechern angegriffen werde. Jetzt haben wir nichts mehr gelagert. Kürzlich, okay. Hier. Stromanschlüsse. Hier nochmal. Das reicht. Ja. Dann, ja gut, da werde ich mehr brauchen. Mache ich dann, warte mal. Wo ist die Mitte? Da ist eins. Zwei. Zwei, da ist die Mitte. Zack. So. Na, bitte. Bitte Bank. Ist einfach ein Weg. Jetzt erlaubt sich die Bank. So. Zack. Wo habe ich jetzt den Strom gelegt? Hier oben. So.
könnten wir. Und hier noch. Da nicht. Ach, weil du zu gerade bist. Ich aber. So, dann mach dich so. Nice! Gut, jetzt können wir hier Licht machen. Ist der jetzt eh erst die. Nee, der nimmt nicht die gelagerten aus erst. Ah, doch. Steht hier. Liebe Lüfte, ja. Machen wir hier mal. Schön mittig drauf ein Lämpchen. Hier auch schön mittig. Ist hier ein bisschen hell. Aber ist gerade eh nicht so dunkel. Ja, gut, ich habe den Pip-Boy an. Hier noch ein Lämpchen. Eigentlich ziemlich hell. Ich verlege ich ein bisschen und zwar daher. Den Balken. Aber jetzt ist hier so dunkel. Hier ist ja die Werkstatt. Da müssen wir ein bisschen mehr Licht machen. So. Hier noch ein Lichtchen, Lämpchen hin. Hier einfach noch ein Lämpchen hin, was mal schauen, dass wir auch so mittig sind. So. Zack. So. Die leuchten, glaube ich, bis zum geht nicht mehr. Aber. Oh, ja, was sehen. Hier noch. Da noch. So. Ich hätte gern die Lampe hier fürs Schlafzimmer. Nee, das Bett. Zack. Bis. Okay. Lagerfeuer. Das ist cool. Ich glaube, das mache ich dann draußen vor die Tür. Hier ist das Schlafzimmer. Hier mache ich nicht so viel Licht hin. Zack. Budget ist überschritten. Dann mache ich die doch wieder weg. Mal hänge ich hier nur eine Glühbirne runter von der, Decke. Budget ist überschritten? Hä? Wieso ist das Budget noch? Achso, das Gelagerte. Was haben wir denn noch gelagert? So, Lampen, 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 Licht. So. Dann werde ich das hier auch nicht mehr hinkriegen, oder? Das Lagerfeuer hier so vor die Tür. Nee, kriege ich nicht mehr hin. Wäre aber cool gewesen. Aber es wäre so ein bisschen extra nur gewesen. Kann auch keine Fallen mehr bauen, oder? Budget ist überschritten. Jo, uns... Oh, 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 oh. Wir haben jetzt hier so lange dran rumgemacht an dem Haus. So, ich mache jetzt die Tür zu, weil ich will meine Ruhe haben. So. So lange dem Haus hier rumgemacht. Das einfach. Ja, hey, das gefällt mir nicht. Der ist nicht mittig. Aber ich mache hier echt nur eine Glühbirne rein. Kriege ich mein Lagerfeuerchen noch vor die Tür. Ja, ich weiß, dass ich gleich was essen muss. Weil da habe ich jetzt dran Gefallen gefunden, wenn ich nur wüsste, wo es ist. Licht. Hier. So ein kleines Lagerfeuerchen. Was ist denn hier drauf? Nee, hä? Das Lagerfeuerchen noch vor die Tür. So, wir müssen jetzt aber einmal was trinken. Ich würde gern... Wo habe ich denn noch was?
Nuka-Cola, Nuka-Cherry. Keine Ahnung. Nuka-Anton. Bier. Genau. Wir gönnen uns jetzt, na, Bourbon nicht, ein Bierchen. Wir gönnen uns 2 Bierchen. Wir gönnen uns 3 Bierchen. Auf das schöne neue Haus. Essen jetzt aber auch mal schnell was. Cranberry, selbstgebrannter. Danny Boy Äpfel. Einfacher Rumsblumentee. Aber auch noch trinken. Wir haben nicht gekochtes Weichschalending. Erstmal auch noch, müssen wir eh. Gemüse allerlei. Und auch noch. Dann sind wir jetzt nicht relativ voll. Von Essen und Trinken her. Den Rest können wir dann jetzt gleich machen. Aber wir machen jetzt erstmal ein kurzes Päuschen. Ein ganz kleines Päuschen. Denn wir haben jetzt 4 Stunden und 16 Minuten. Ich denke, das ist eine ordentliche Zeit. Und mal so eine Anmerkung nebenbei oder so eine Sache. Event. Oh, Poseidon-Kraftwerk, das kenne ich sogar. Event, Speisung der Hungrigen. Eieiei. Ist aber so mal so ein reingeschmissen. Hier sind sehr viele Events. Oben auch. Die Schlacht, die es niemals gab. Die Map ist also schon mal echt riesig. Die Map ist mega groß und hier unten steht, dass wir zu schwer sind. Aber rein theoretisch könnte es doch die Bases von den anderen auch auf der Karte anzeigen, weil es total egal ist. Du kannst denen ja nichts klauen, du kannst denen ja nichts machen. Du könntest denen ihre Pflanzen abernten und so Zeug. Aber ansonsten ist es doch wurscht. Ja gut. Weiß halt nicht, wo die Bases sind, wenn sie mal so sieht. Das Event ist gerade. So, wir müssen aber erstmal unser ganzes Zeug jetzt mal loswerden und wieder verwerten. Da haben wir sehr viel. Ich denke nicht, dass das da draußen schon alles gewachsen ist, weil ich es ja erst gesetzt habe. Würde mich wundern. Wir brauchen auf jeden Fall mal ein bisschen Wasser. Wir brauchen einiges an Wasser. Wir können mal den Generator noch ausmachen. Warum hast du jetzt die Waffe gezogen? Ah. So. Das müsste reichen. Dann kochen wir mal das Wasser ab. Na, Kochstelle. Knallbeerensaft. Gezogener Karotten. Cool. Sonst haben wir nichts. Wir könnten noch einmal aufgekochtes Wasser machen. Da fehlt uns sonst eigentlich gekochtes Wasser. Salz-Tattoo. Oh, cool. Da gibt es schon einiges, wenn du so siehst. Denn du? Starlight-Bären-Auflauf. Gut, dann haben wir das. Wir holen aber noch einmal Wasser. Oder wir holen auch mal Wasser an sich, weil wir haben auch nicht viel Wasser für uns. Wir haben jetzt auch kein gereinigtes Wasser. So. So. Ah, genau einmal zu wenig. Mano. Mal noch einmal. So. So, Holz haben wir eigentlich auch genug. Ach so, ich kann mal gucken, was ich für Stärke noch brauche. Pflanz. Nützliches. Mais. Habe ich. Mutterbeeren habe ich. Tattoo. Wir haben alles. Nice, dann könnten wir immer jetzt halt ein bisschen Kleber dann machen. Müssen es halt nur bekommen. Jetzt tun wir erstmal den ganzen Schrott verwerten. Wir sind nicht deutlich zu schwer. Waffen. Da können wir jetzt einige Pistolen verwerten.
Uimesser, Fernglas, Gehstock, Golfschläger, Impro. Stelle oder verwerte sie. Oh, wir haben den nächsten Erfolg abgeschlossen. Injektor kann auch weg. Kampfmesser kann weg. Machete kann weg. Die Planke kann weg. Schlagring, die Sichel kann weg. Jetzt kommen wir hier zu. Mensch, das ist jetzt echt. Geh mal weg. Die ganzen Jagdgewehre können wir verwerten. Und Pumpguns. Ja, okay. Kein Wunder, dass wir zu schwer sind. Kein Wunder, dass wir zu schwer sind. So, Kleidung. Raider-Rüstung. Rechter Arm. Raider-Verschweiß, Brustteil. Ja gut, das will ich nicht. Aber Raider-Rüstung mag ich an sich nicht. Leichtbau-Metallrüstung. Lackiert. Mal kurz gucken. Kleidung. Was ist das? Linker Arm. Okay. Hm. Das wollte ich doch noch gar nicht. Verwerten erstmal. Kleidung, na, dann brauche ich das hier nicht mehr. Das verwerten und das können wir auch verwerten. Nee, ich habe schon als die Befürchtung gehabt, ich habe irgendwas von mir verwertet, was ich nicht... Warum möchtest du das nicht verwerten? Zieh doch auch unter Schrott. Okay, dann schauen wir mal, ob was wir ein bisschen modifizieren können. Oder wir könnten auch mal gucken, was wir herstellen können. Warte mal, herstellen. Was können wir denn schon herstellen? Helme, Augenbordhelm. Aggressordron, Schallplatte und Wachbordhelm? Boah. Aggressordron, Schallplatte. Okay. Leichte Rüstung ist nur Lederrüstung. Und da können wir Level 10 halt mittlerweile herstellen. Ist nochmal ein bisschen besser. Als die, was wir jetzt haben. Warte, dann will ich mal kurz gucken, was wir brauchen. Metallrüstung, Metallrüstung. Rechtes Bein. Rechtes Bein. Lederrüstung ist noch rechtes Bein und die Brust, das Brustteil. Rechtes Bein und Brust. Der Rest ist Metall. Auch wenn das jetzt Taschen hat. Leichte Rüstung. Rechtes Bein. Level 10. Anfertigen. Und Brustteil. Level 10. Anfertigen. So, dann gehen wir mal rüber zum Modifizieren. Machen da wenigstens gekocht draus. Ah, guck mal, ich habe sogar die Tasche. Aha, die Taschen kann ich machen. Lackierung nicht. Rechtes Bein, gekocht. Maßgeschneidert. Was macht das? Sprinten verbraucht weniger AP. Ultraleichtbau? Kann ich nicht. Okay. Lackierung habe ich auch keine. Rechtes Bein Leder habe ich jetzt hier. Nur lackiert. Extras nichts. Hier. Auch nur lackiert, extra nichts. Linker Arm. Gut, da habe ich auch nichts. Okay. Dann legen wir mal die neuen Teile an. Maßgeschneidert und gekocht. Und mit Taschen. Warum hat denn das so weh? Hä? Warte mal. Also einmal können wir jetzt das hier verwerten. Und das hier verwerten. Ach, das hat so ein bisschen extra Zeug. Das müssen wir reparieren. So. Sonst. Graue Lackierung kann ich jetzt machen. Nice, die mache ich. Pip-Boy, graue Lackierung. Können wir nichts machen, leider. Nur das Standardfutter. Gut, dann geht's weiter an die Waffenwerkbank. Modifizieren. Ich denke nicht, dass wir da irgendwas haben.
Aber die müssen wir reparieren. Und die müssen... Ich habe keinen Kleber mehr. Mist. Ich habe keinen Kleber mehr. Kacke. Netz eigentlich beschrieben um die Uhrzeit. Ach, mein Mutter, morgen soll Schneeregen geben. Pumpgun. Kein Kleber mehr. Okay, wenigstens die starke ist gut. Weil die andere ist auch nicht gerade schwach ist. Schmelzen. Ey, Kupferschrott. Schießpulver brauchen wir nicht. Gehen wir mal dahin. Große Mengen kann ich eigentlich auch wieder alles herstellen. Auch wenn es nur bedingt was bringt.